rechte Brocke, kann man sagen. Der Armon 1,90 groß, 115 Kilo. Der Roche auch ebenfalls 1,90, 110 Kilo. Also die sind sich da völlig ebenbürtig. Auch kranzmäßig. Der Armon steht bei 56 Kranzgewinn, der Roche bei 65. Der Armon greift da gerade an. Unglaublich. Ja. So cool. Es ist ja schon recht gut drin. Ja. Man sieht, wenn er unten können zusammenlangen konnte. Kreuzgriff hindern. Sehr konsequent hier angegriffen. Hätte auch nicht zu lange wollen warten. Ja, und sehr ungemütlich. Man hat auch gesehen, dass er ein gewisses Segment schon verwünscht hat, Roger. Ja, unglaublich. Also das, aber auch unglaublich, wie viel es braucht, um das hier zu vollenden. Ja. Aber Roger wehrt sich natürlich so gut, es geht, aber ja, die Überlegenheit in dem Moment mit dem Gewicht, ja. Ist klar. Ja, der Armon gewinnt hier sein fünfter Bündner-Glarner Schwingfest. Ja, super Leistung. Jetzt ein kurzer Schlussgang natürlich gewesen, aber konsequent. Endlich konsequent. Und ich glaube, man sieht es ihm so an. Riesenfreude. Und ich glaube, das tut ihm seinem Selbstvertrauen sicher sehr gut. Ab. 2019 am Heimfest. Ein schönes Gefühl, sich wieder an die Schulter von den Kollegen. Ja, mega. Also, wir haben jetzt eine Zeit lang wieder müssen warten auf diesen Sieg. Ich war noch verletzt gewesen, Anfang der Saison. Und das ist, ja, ich bin mega happy. Wenn wir auf das heutige Fest schauen, ein Schlüsselgang war sicher das Anschwingen gegen den Schwingerkönig, der Wenger Kilian. Ihr kennt ihn euch gut, ist schon die sechste Direktpaarung. Ist auch ein bisschen brenzlig geworden zwischendurch. Wie hast du den Gang erlebt? Ja, das stimmt. Genau wie du sagst, ist ein, zwei Mal ein bisschen brenzlig geworden. Ich habe vielleicht habe jetzt mehr riskiert und er hat das sauber ausgekontert und er hat auch selber sauber gezogen. Ja, hat er sicher einen guten, besseren Gang gehabt als ich. Aber jetzt habe ich, können auf den Tag, über den Tag immer stärker werden und jetzt bin ich mega zufrieden. Jetzt sind die Kantonalfeste ein bisschen durch. Du bist sehr gut in der Saison. Nächsten Sonntag folgt ein weiterer Höhepunkt. Wieder auf der anderen Seite vom Berg, am NOS im Ollis. Das NOS hast du schon dreimal gewonnen. Im Glarner Land schwingst du immer sehr stark. Könnte das etwas werden nächsten Sonntag? Ja, jetzt haben wir noch eine Woche Pause. Jetzt müssen wir zuerst mal ein bisschen runterfahren und nachher ja, schauen wir dann, was drinnen liegt. Es ist doch das dritte Schwingfest in der Reihe, also jedes Wochenende. Und ja, gut vorbereiten, fokussieren. Das kommt sicher gut. Wir gratulieren dir nochmal zu dem heutigen Sieg. Genieß noch ein bisschen den Abend und nachher viel Erfolg für den weiteren Verlauf der Saison. Unser Sieger, Arli Carmon.